Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man sich den Fischgrätenzopf macht und wie man sich den Fake-Fischgrätenzopf macht. Und ich kann euch direkt sagen, der Fake-Fischgrätenzopf sieht eigentlich genauso aus, dauert aber deutlich, deutlich kürzer und ist auch deutlich einfacher. Aber ich zeige euch jetzt mal beide Varianten. Ich möchte mir jetzt einen seitlichen Fischgrätenzopf flechten und dafür mache ich erstmal alle Haare auf eine Seite und bürste sie durch. Und zwar richtig ordentlich, weil Knoten können wir hier überhaupt nicht gebrauchen. Dann nehme ich mir einen stinknormalen Haargummi und mache die Haare erstmal hier an der Seite fest. Da, wo ich möchte, dass der Zopf anfängt. Ich mache das einfach, weil es dann ein bisschen einfacher ist. Ihr müsst das nicht machen, aber wie gesagt, es vereinfacht die ganze Sache schon ein gutes Stück. So, jetzt habt ihr einen Zopf und den trennt ihr in zwei Partien auf. Die sollten ungefähr gleich dick sein. So, also beim Flechten nimmt man ja drei, beim Fischgrätenzopf nimmt man nur zwei. Und jetzt nimmt man immer, ich fange jetzt mal hiermit an mit diesen, ein äußeres Stückchen. Je weniger Haare ihr nehmt, desto feiner wird das Ganze. Und diese Strähne legt ihr jetzt, hier ist die Strähne, legt ihr jetzt hier rüber. So, wenn ihr die Strähne darüber gelegt habt, dann nehmt ihr von dieser Zopfseite eine Strähne und legt sie hier rüber. So, und das macht ihr jetzt die ganze Zeit weiter. Je kleiner die Strähne ist, desto schöner wird der Zopf danach. Ihr seht, das dauert wirklich eine halbe Ewigkeit. Also dauert wirklich lang, sieht wunderschön aus, aber dauert wirklich lang, vor allem bei dieser Haarlänge. Ich habe den Fischgrätenzopf jetzt mal nur bis hierhin gemacht, weil ich da wirklich eine Ewigkeit dran sitze und die Haare haben ja auch noch ein Stückchen. Und ich zeige euch jetzt aber den Fake-Fischgrätenzopf und der geht sowas von so viel schneller. Ich zeige euch hierbei noch, ich zoome euch nochmal ran, wie der von vorne aussieht. So, und hier sind eben keine Lücken dazwischen. Und von hinten, da sieht er ähnlich aus. Wobei er natürlich von vorne das Highlight ist, das ist ganz klar. So, jetzt kann man das entweder alles so lassen oder man macht natürlich den oberen Zopfgummi wieder raus. Dann ist das alles noch ein bisschen lockerer und wenn ihr ein bisschen mehr Volumen in eurem Zopf haben möchtet, dann zieht ihr den einfach noch so ein bisschen auseinander. So, und schon sieht das Ganze eigentlich ganz schick aus. Jetzt könnt ihr hier vorne natürlich noch ein paar Strähnchen rausziehen. Ganze ein bisschen lockerer machen. Ja, und das ist eine super schöne Frisur. Kommen wir zum Fake-Fischgrätenzopf. Dafür mache ich den richtigen Fischgrätenzopf wieder auf. Und den möchte ich auch seitlich haben. Dafür nehme ich wieder ein Haargummi und platziere ihn an der Stelle, wo ich möchte, dass der Zopf anfängt. So. Jetzt bürste ich nochmal schnell meine Haare durch. Und dann kommt schon der zweite Zopfgummi ins Spiel. Und zwar befestige ich den einfach ein Stückchen weiter drunter unter dem anderen Haargummi. Und das Ganze geht jetzt wirklich super schnell. Ich ziehe das hier ein Stückchen runter. Dann nehme ich in diesem Mittelzopf, mache ich ein Loch rein und dann nehme ich den Zopf und mache den von oben, ziehe ich den durch das Loch durch. Und schon sieht das voll ähnlich aus. Und jetzt mache ich mal den ganzen Zopf. Dafür gehe ich mit dem Haargummi wieder ein Stückchen runter und mache mir ein neues Loch. Das sollte nicht das gleiche Loch sein, sondern ein bisschen versetzt und wieder durch. Und dann machen wir das Zopfgummi wieder ein Stückchen runter, machen ein neues Loch
machen den Zopf durch und machen das Zopfgummi wieder ein Stückchen weiter runter. Und jetzt wird es auch schon lockerer, weil nämlich nicht mehr so viele Haare da sind. Und jetzt mache ich ein neues Loch und drehe das wieder so durch. So, und so sieht der Fake-Fischkrätenzopf jetzt aus. Das ging so viel schneller. Unten das Zopfgummi solltet ihr jetzt wirklich festmachen, damit es nicht mehr rausrutscht. Also am besten noch einmal rum. Und dann könnt ihr auch das obere Zopfgummi rausnehmen und das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Und ihr seht, das Ganze fällt ein bisschen lockerer. Das ist ganz klar, weil der Zopf natürlich auch nicht so fest ist. Aber er sieht von der Struktur aus wie der Fischkrätenzopf. Vielleicht ein bisschen mehr messy. Aber ich finde das so total schön für den Sommer. Und dann kann man noch so ein paar Accessoires vielleicht in die Haare machen. Und dann ist das so eine schöne, lockere Sommerfrisur. Und eine gute Alternative zum anstrengenden Fischkrätenzopf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Lasst mir einen Kommentar da, ob ihr alles verstanden habt, ob ihr es ausprobiert habt oder ähnliches. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!